Wie viel Wasser brauchen wir eigentlich? Hallo, ich bin's wieder, der Hansi. Und heute stehe ich hier bei einem von über 100 Trinkbrunnen bei uns in Graz. Diese 100 Brunnen machen Graz übrigens zur Trinkbrunnenhauptstadt Österreichs. Und du trinkst doch sicher auch gerne Wasser. Unser Wasser schmeckt gut und ist auch noch gesund. Aber eigentlich macht das Trinken nur einen sehr kleinen Teil von unserem Wasserverbrauch aus. Insgesamt verbraucht nämlich jeder Österreicher oder jede Österreicherin 130 Liter Wasser am Tag. Und am meisten davon, nämlich 44 Liter, verbrauchen wir fürs Duschen und fürs Baden. Knapp dahinter kommt mit 40 Liter das WC. Unsere Waschmaschinen verbrauchen auch relativ viel Wasser, nämlich durchschnittlich 15 Liter. Und dann kommen natürlich noch so Dinge wie das Putzen einer Wohnung oder ein Geschirrspüler mit dazu. Oder, jetzt natürlich besonders wichtig, das viele Hände waschen. Und ganz zum Schluss erst kommt mit einem oder zwei Liter am Tag das Trinken. Also lasst euch das Grazer Wasser schmecken. Euer Hansi, bis zum nächsten Mal. Fragt den Hansi, eure Holen in Graz.